Fürchten Sie, Herr Laschet, gar keine zweite Infektionswelle? Wir handeln alle in Unsicherheitsbedingungen. Keiner weiß, ob das stimmt oder ob meine Aussage stimmt. Insofern kann man das nicht abwägen. Wenn Sie mit der ersten Infektionswelle das meinen, was wir bisher erlebt haben, die war für Ostern dramatisch beschrieben. Ich habe 2, 3 Wochen vor Ostern mit Virologen intensiv gesprochen. Die haben gesagt, der Peak kommt und er kommt dann und er kommt so und so. Und egal, ob ihr jetzt lockert, er wird kommen, er ist nicht gekommen. Mhm. Und was, glaube ich, auch zur Verunsicherung beiträgt, ich sage das jetzt nochmal im Detail, wir haben dauernd die Bedingungen verändert. Sie haben sie gerade nochmal verändert. Die erste Aussage war, wir wollen keine Situation wie in Bergamo. Mhm. Dass unser Gesundheitssystem überfordert ist und am Ende der Arzt entscheiden muss, der 85-Jährige oder der 30-Jährige. Und die Maske abnimmt und dem anderen gibt. Dafür haben wir Intensivkapazitäten aufgebaut, verdoppelt und das ganze Land runtergefahren. Das scheinen wir gut im Griff zu haben, wenn 40% der Betten leer stehen. Und in Nordrhein-Westfalen wird im Moment jeden Tag mehr Leute entlassen, als neue reinkommen. Ich weiß gar nicht, wann wir da aufhören. Ich werde diese Woche die Ärzte ermutigen, auch wieder andere Operationen zu machen, die auch nötig sind. Punkt 1. Dann kam als nächstes das Argument, die Verdopplungszahl sollte bei 10 sein. Dann hat man nachgeschoben bei 10 bis 14. Jetzt ist sie bei 22. 22 in Nordrhein-Westfalen. Und als das dann nicht ging, hat man gesagt, jetzt machen wir den R-Faktor. Der R-Faktor kam in der Debatte, bei Ihnen in der und jetzt ist die Zwei, Lauterbach, die Politik kommt. Immer was Neues. Nein, jetzt ist die Zwei, will ich kurz zu Ende sagen. Wir sind, wir alle verantwortlichen Politiker sind vor das deutsche Volk getreten, haben gesagt, ich auch, Leben und Tod. Ja, das hat Bergamo ja auch seinen Sinn gehabt. Wir, bitte? Das hat zu der Zeit ja auch seinen Sinn gehabt als erstes Ziel. Wir haben aber den Menschen gesagt, das Merkmal ist, Bergamo verhindern. Ich habe selbst vor dem Plenum gestanden. Es geht um Leben und Tod. Haltet euch dran. Wir fahren alles runter. Und dieses Ziel ist erreicht. Dann haben wir gesagt, wenn 10 bis 14 Tage ist, dann reden wir auch mal über die anderen Schäden, die es verursacht. Und ab 10, 14 Tage können wir uns das leisten. Jetzt ist es bei 22. Jetzt kommt der R-Faktor, der vielleicht wissenschaftlich schon lange diskutiert wird, als neuer Faktor. Ja. Und ich ahne schon den nächsten, den habe ich nämlich jetzt auch schon 3, 4 Mal gehört. Nämlich? Dass es um wenige 100 Fälle Infektion gehen soll. Dass die jetzigen schon zu hoch sind. Es soll um wenige 100 Fälle geben. Und hier in der Sendung, als ich das letzte Mal vor 4 Wochen oder 3 Wochen eingeladen war, saß der Herr Kekulé. Ja. Der hat alles für verrückt erklärt, was die Politik macht. Aber es müsste ein Virologe, es müsste noch strenger sein. Und im neuen Spiegel schreibt er, jetzt müssen wir das alles ändern. Es ist viel zu viel, wir müssen jetzt lockern. Das verunsichert, Herr Lauterbach. Wir sind auch darauf angewiesen, dass Virologen uns klugen Rat geben. Aber wenn alle paar Tage die Meinung geändert wird, ist das auch für Politik schwierig.